Das ist die Hauptzelle, in der die meisten Gefangenen eingepfercht wurden. Möchtest du dich umschauen oder hoch und runter schauen, drücke dann halte die rechte Maustaste und bewege die Maus. Um dich zu bewegen, kannst du auch die Tasten des Ziffernblocks verwenden. Ja. Erstmal Fässer einschlagen. Und Zeug einsacken. Achso, ja, wenn ich Schnitzel jagen mag, soll ich dich in einen Lernkorb legen? Hm. Ist die Frage nur, wo ist einer? Garantiert hier irgendwo auf der Ebene. Weil es würde mich wundern, wenn... Oh. Ein Ring. Der macht Beweglichkeit. Beweglichkeit wäre für unsere Droide nicht schlecht. Gucken wir mal kurz, was macht Beweglichkeit... Beweglichkeit. Erhöht Nahkampf- und Fernkampfangriffskraft für beweglichkeitsbasierte Schadensausteiler. Kritische Trefferchance und Ausweichen. Ja, unsere beiden Frontkämpfer brauchen Nahkampf. Sonst gibt es hier nichts, gell? Nein. Und ich werde ein kleines bisschen das Audio noch runterstellen. Entschuldigung, das ist der falsche Regler gewesen. So. Jetzt. Also es machen mich irgendwann die Schritte noch mischugge. Und euch wahrscheinlich auch. Ja, da unten ist eine Kloake. Hier sind nur Ketten, keine leeren Alkoven. Gibt es einen bestimmten Grund, dass wir uns die Latrinen anschauen sollten? Ja. Und bis jetzt sehe ich keinen. Verdammt, ein Skelett ist auf unserer Seite der Schlucht. Okay, um es aufzugreifen, machen wir einen Linksklick darauf und klicken dann auf das Icon mit den zwei Schwertern. Und dann mache ich nur einfach einen Rechtsklick auf das Skelett. Vor der Attacke stelle sicher, dass du uns alle ausgewählt hast. Falls nicht, klicke auf das Icon mit den vier Punkten. Es schaltet zwischen der letzten Auswahl und der von Gruppenauswahl. Die ausgewählten Gruppenmitglieder haben goldene Ecken in ihren Porträts. Ja. Boing. Und ja, meine Fernkämpfer können, also die hintere Reihe kann auch auf Entfernung angreifen. Während die vordere Reihe, da sie nur Nahkampfwaffen haben, also mein Krieger und mein Wächter. Ah, zeig dich mal kurz. Du hast ein Wächterschwert und du hast auch ein Wächterschwert, ja. Und ihr beide habt halt Zauberstäbe. Genau. Und das hier sind Vorräte, die Gesundheitspunkte wiederherstellen. Und Trefferchancen. Und Hast machen, ja.
Und da geht unser Direktor. Scheinbar hat der Plan des Chefs nicht so funktioniert, wie er es sich erhofft hatte. Nein, hat er wohl nicht. Allerdings ändert das nichts an unseren Befehlen. Und das ändert auch nichts an unserem Weg. Nur ein Ausgang übrig, der aus dieser Todesfalle führt. Okay, dann lasst uns mal gehen. Arg, da sind noch mehr. Okay, jetzt möchtest du vielleicht die Leertaste in der Hitze des Kampfes drücken, sodass das Spiel pausiert wird und du sorgfältig die Fähigkeiten auswählen kannst, die du benutzen möchtest. Für jedes Gruppenmitglied kannst du 3 Fähigkeiten in eine Aktionsliste setzen. Ist die Aktionsliste leer oder eine Fähigkeit noch nicht bereit, wird der Standardangriff verwendet. Für Fertigkeiten gibt es einen globalen Cooldown von 6 Sekunden. Das bedeutet, dass du zwischen 2 Fertigkeiten zumindest 1 oder 2 Standardangriffe hast. Schadenspunkte sind Weißstamm von Standardangriffen, die in Gelbstamm von den Fähigkeiten. Bei kritischen Schäden erscheinen die Punkte größer. Fertigkeiten jedes Gruppenmitglieds werden bei den linken Porträts linksseitig und bei den rechten Porträts rechtsseitig angezeigt. Momentan hat jedes Gruppenmitglied 2 Fertigkeiten. Mit wachsender Erfahrung werden es dann mehr werden. So, genau. Thomas Madonna krachen. Hieb. Kreis wird gegangen, da eine vorne einen Gegner trifft und bei ihm Schaden verursacht. Ja, mach das mal und dann das. Dann versengen und das. Du. Machst mal einen Hot auf ihn. Und das war's dann erstmal. So, nochmal ein Donnerkrachen von dir. Und sie sind tot. Gut, scheinbar kommst du es in den Griff. Nun solltest du lernen, mich als Tank einzusetzen. Was bedeutet, dass ich alle Gegner dazu bringe, mich anzugreifen. Um das zu tun, verwende meine Spezialfertigkeiten. Und ich als Heiler muss den Tank am Leben erhalten und die Damage-Dealer ebenso, wenn die Dinge hässlich werden und die Gegner sie angreifen. Wenn ein Gegner ein Gruppenmitglied angreift, leuchtet das jeweilige Porträt rot auf. Ist der von einem Gruppenmitglied angegriffene Gegner kurz davor zurückzuschlagen, leuchtet das Porträt des Gruppenmitglieds auf. Ja. Erstmal gucken, was hier ist. Hier ist noch ein Ring, der macht Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit erhöht Zauberkraft, Mana und Expertise. Also ja, kriegst du den glatt mal. Wobei er unser Heiler den erstmal kriegen sollte. Damit sie mehr heilen kann. Weil er hat sowieso mehr Mana. So, 2 Wege. Essen zum Einsacken. Ja, was ein bisschen blöd ist, wir haben keine Map. Die müssen wir erst finden. Und so lange können wir uns noch verlaufen. So, Erstschlag. XP erhalten. Diese verdammten Skelettdüse sind die automatischen Verteidigungsmechanismen des Dungeons aus. Wir werden es wirklich schwer haben, durch all diese Mechanismen zu kommen. Ich denke, wir sollen mit dem Hebel anfangen. Ja, und da geht's wieder hier hoch. Ja. Hi. Kommst du jetzt rausgestürmt? Nö. So. Du bist tot. Das ist eine gute Waffe, wer sie wohl hier verloren hat.
Klicke und ziehe sie auf das Taschen-Icon, um sie in das Gruppeninventar zu legen. Dann klicke auf das Taschen-Icon und auf das Prothesis-Bogenmitglied, was die Waffen verwenden soll. Dann ziehe das Waffen-Icon auf eine seiner Hände. Oder mache einen Rechtsklick darauf. Gib sie mir. Ich denke, diese Waffe passt gut zu mir. Ja, Hauptmannschwert des Waffenschmieds ist zweihändig. Oh, und wir sind entdeckt worden von dem Skelett da drüben. Aber das interessiert mich gerade nicht. Sie braucht ein besseres Schwert. Was um einiges besser ist, wenn man sich so ansieht. Achso, und ich bin im Kampf. Dann sage ich mal tschüss. Jetzt bin ich nicht mehr im Kampf. Okay. Gut, jetzt hat sie schon mal eine stärkere Waffe. So, Gegner. Du hast die höchste Bedrohung gerade. So, jetzt nichts mehr. Okay. Rätsel gelöst. Mit denen können wir uns gut anlegen. Ja. Stell sicher, dass alle mich angreifen, indem du Donnerkrachen einsetzt und unterbricht den Angriff des ersten Ziels betritt. Dann nutzt du wieder Donnerkrachen, sobald der Cooldown vorbei ist. Und um das alles nachzuprüfen, geh mit deinem Cursor auf mein Porträt und alle mich angreifenden Gegner werden in Violett hervorgerufen. Mein aktuelles Ziel wird in Pink hervorgehoben. Wer es mich angreift und in Rot, wenn nicht. Jeder Gegner greift immer das bedrohlichste Gruppenmitglied an. Jeder Angriff mit Schaden bedroht das hier entsprechend seiner Schadenspunkte. Der Tank besitzt Spezialfähigkeiten, die zusätzliche Bedrohung erzeugen. Und meine Heilzauber bedrohen auch alle Gegner um uns herum, sodass der Tank wirklich die Aufmerksamkeit der Gegner auf sich ziehen muss, damit nicht nur ich die ganze Zeit angegriffen werde. Okay. Du machst das. Du machst das zweimal hintereinander. Du das hier und du erstmal nichts. So, alle mögen dich. Dann tritt mal schön zu. Gut, du feuerst uns. Du lädst gerade auf. Oh Gott, du heilst schnell. Und dann gleich noch mal eine Heilung hinterher. Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Okay, er ist wieder unter den Lebenden. Dann heil ihn mal. Die zwei da scheinen eingesperrt zu sein. Flucht bedeutet Tod. Geh zurück in deine Zelle. Mhm. Ah, dieser sieht schwierig aus. Nebenbei, verliere dein Gruppenmitglied einen Gesundheitspunkt und bleibe bewusstlos bis zum Ende des Kampfes. Es ist nicht möglich, es während dieser Zeit zu heilen oder wiederzubeleben. Ja, das sollte ich also drauf aufpassen. Deswegen mal Heilung über Zeit. So, dann kriegst du einen Tritt. Und du bist tot. Gut.
So, ich könnte erstmal da hochgehen. Ich könnte mich aber auch in der Ecke umsehen. So, hier alles einsacken. Oh ja, meine erste Heilfiole. Sehr gut. Heiltränke wiegen hoffentlich. Ja doch, sie wiegen etwas, aber nur minimalst. Hier ist sonst nichts. Okay. Ich habe mal einen Quicksave gemacht. Sicher ist sicher. Hi. So, dann noch weg mit dir. Und tschüss. So, das ist jetzt die Sache mit dem Stein. Schau hier, das ist für mich. Da bin ich mir sicher, es wird mir helfen, die Gruppe gegen die Gegner, gegen alle Gegner zu verteidigen. Jo. Das ist nämlich ein schönes Schild. Ausdauer und mehr Rüstung vor allem Dingen. So, wir sind jetzt einmal im Karree gegangen. Okay. Dumm, dumm. So, machen wir das so. Heißt gleich nochmal hinterher. Du machst den nochmal. Du den. Du trittst mal zu. Okay, alle sind auf ihn. Ja gut, er hat immer noch mehr Aggro. Deswegen nochmal. Das läuft langsam aus, das heißt, du erneuerst es mal und heilst dann nochmal normal hinterher. Du gibst ordentlich Feuer. Und du machst es so. Okay. Hey, schau mal, sie haben was fallen gelassen. Das sieht interessant aus. Das ist ein Ausdauerring. Es ist klar, für wen der ist. Ausdauer macht nämlich die Gesundheit hoch. Also kann der nur für den Tank sein. So, noch ein Skelett. Ja, der Schlüsselring. Bin ich froh, dass es den gibt. Auch wenn mir nicht gerade einfällt, wo man den sieht, den Schlüsselring. So, noch einen Heiltrank. Gut. Das ist die Frage. Nein. Der Alkoven muss leer sein. Also richtig leer. Eisenschlüssel benutzt. Da wartet wieder was Böses auf uns. Oh, sogar mit Fernkämpfern. Das ist nicht so schön. So, hauen wir gleich schon mal die Zauber raus.
Ach ja, das hier tritt ist... Genau, ist Zeit sofort. Das heißt, er braucht nicht mal in die... Er geht nicht in die Aktionsliste. Da wird instant gemacht. Wenn er nicht gerade Cooldown hat. So, jetzt sind nur Bogenschützen übrig. Und das war's auch schon. Kritische Chance und Trefferchance Bonus. Das klingt nach Damage Dealer. Ja. Gut. Da hinten läuft eine Patrouille umher. Und das dürfte auch nicht der Alkoven sein, der gemeint ist. Hoppala. Die Jungs da sind unentspannt. Sind die da auch?